Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Und wir beginnen jetzt heute mal ein neues Projekt. Nämlich die Arosaline. Entdecken Sie die Schönheit der Schweiz zum ersten Mal in Train Sim World 2. Arosaline. Wenn Sie die Kontrolle über die Schmalspurlok GE4-42 der Rätischen Bahn übernehmen. Sie werden Lokführer auf der Bahnstrecke zwischen Chur oder Chur und Arosa. In unserer Nachbildung der Arosaline. Jo. Wir haben insgesamt 10 Szenarien, 2 Trainingsmodule und theoretisch noch 178 Fahrplanfahrten. Weil die sich auch nochmal ändern. Es gibt dann hier auch wirklich verschiedene Lokomotiven in verschiedensten Lackierungen. Nur persönlich im Creators Club kann man bestimmt auch noch andere runterladen. Aber da haben wir nichts am Start. Ja, und wir fangen heute erstmal mit den Trainingsmodulen an. Denn ich habe keinen Plan, wie ich das Ding bediene. Oder sonst irgendwas. Also wir machen die beiden heute durch. Das eine soll 35 Minuten dauern, hat sogar einen leichten Schwierigkeitsgrad. Das andere Ding 5 Minütchen. Aber ist ja wahrscheinlich gleich Lok. Deswegen, fangen mit dem Ding an. Das ist damit die erste Folge. Ist anscheinend ein komplettes Szenario. Also sind dazu insgesamt 11 Folgen. Wir haben jetzt bis Weihnachten. Ich möchte ja bis Weihnachten durchziehen, hatte ich ja gesagt, ne? Aktuell. Wir haben jetzt momentan noch den Anfang November. Willkommen zur Einführung für die GE442-Lokomotive in der roten RHB-Farbgebung. In dieser Einführung werden wir die folgenden Prozeduren besprechen. Fahren und Anhalten der Lokomotive, Kuppeln sowie Beladen und Entladen. Klettern Sie in den Führerstand, um zu beginnen. Also wir haben gute 7 Wochen bis Weihnachten noch. Ich esse mal eben Schokoriegel, Leute. Und dann gehen wir los. Signale habe ich keine Ahnung von. Busse? Kann man sogar hinlaufen. Man kann hier überall rumlaufen. Interessant. Interessant auf jeden Fall. Kann man hier noch Sachen einsammeln? Nö. Ja, vielleicht finden wir noch was, ne? Aber ich sag, das ist eine Straße. Ich weiß es nicht. Sieht so aus irgendwie. Naja, steigen Sie in die Lokomotive. Hier steht gar keine. Ach, und die? Okay. Dann gehen wir hier hin. Zack. Zack. Sie werden viel Zeit im Fahrersitz verbringen. Setzen Sie sich, um fortzufahren. Boah, ist die laut. Junge. Halleluja. So, wir gucken uns erstmal hier an, was kann man hier so machen und reingucken. Nur diese Ruhe. Also Ruhe ist relativ, aber man kommt sogar wirklich in den Maschinenraum anscheinend rein. Zumindest so zum Teil. Finde ich ja jetzt schon cool. Zwar richtig eng hier, ne, aber Tür verriegelt. Warte mal, kann ich hier sonst irgendwas öffnen? Nee. Fenster, was ist das denn? Handbremse. Im Lokführer. Alles klar, Leute. Sehr freundlich. Kann man noch irgendwas? Maschinenraumbeleuchtung. An. Interessant. Sieht dann so aus. Fühl mich aber auch so, als wäre ich jetzt in so einem alten Ding. Fenster. Ah! Das ist cool.
Und wir gehen jetzt nochmal nach unten. Ich will mal gucken, ob ich auf der anderen Seite da auch hin kann. Wahrscheinlich. Ist mir egal, ob wir länger brauchen. Ich will das Ding jetzt mal genau erkunden. Neue Lok, neues Glück. Dann sind wir hier. Das ist eigentlich genauso, nur spiegelverkehrt. Alles klar. Ja. Kann ich hier noch irgendwas einladen? Nö. Handbremse. Ja, Handbremse haben wir. Wir setzen uns hin. Schalten Sie den Hauptschalter ein, um den Führerstand zu aktivieren. Hauptschalter einschalten, um den Führerschein zu aktivieren. Alles klar. Hauptschlüssel an. Der Fahrtrichtungswender steuert die Fahrtrichtung relativ zur Blickrichtung des Fahrers, wenn Leistung aufgeschaltet wird. Stellen Sie den Hebel jetzt auf Vorwärts. Das kriegen wir auch noch hin. Spitzenlichtsignale sind wichtig, um andere um Sie herum wissen zu lassen, dass dieser Zug fahrbereit ist. Schalten Sie die Spitzenlichter auf die angegebene Position. Zugschlussbeleuchtung 2. Mal gucken, was hat sich jetzt getan? Nix. 2, okay, 2 ist auch verkehrt. Achso, das ist hinten wahrscheinlich. 1. Ja. Okay, jetzt ist aber nur auf einer Seite. Das ist hinten. Dann müsste das vorne sein. Zugschluss, Fahrbeleuchtung. Okay, Spitzenbeleuchtung. Ich sag jetzt mal 0. Ah ne, das nur Spitzenbeleuchtung 3. Wo ist denn der Unterschied zwischen... Ich habe keinen blassen Schimmer. 0. So, wir gucken mal. Jetzt habe ich hinten einen. So, dann haben wir einfach 0. So ist aus. Der so ist 2. Der Fahrstufenschalter ist in 2 Zonen unterteilt. Bremsen, Dreieckspitzen. Und fahren. Ja, nicht so schnell. Ich will mir jetzt erstmal die Beleuchtung angucken. Liebes Spiel. So, dann haben wir den. Auf 2. Was gibt's noch? Stufe 3. Was ist der Unterschied zwischen 3 und 2? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das eine Fernlicht. Okay. Ah, hoch. So. Setzen den Fahrstufenschalter auf minus 20. Also auf 20% Bremse. Die ja. Vakuumzugbremse sollte benutzt werden, um den Zug zu einem Halt zu bringen, wenn Sie einen Personen- oder Güterzug fahren. Mhm. Die Lokbremse wirkt nur auf die Bremsen der Lokomotive. Sie sollte nur benutzt werden, wenn keine Wagen an die Lok gekuppelt sind. Macht Sinn. So, die lösen wir auch mal. Warte mal, können wir mal eben anders gucken. Den mache ich da drüber. Den mache ich hier drüber. Und den gar nicht. Okay. Das war die falsche Richtung. Also die Lokbremse lösen wir auch noch eben. Über die Bremsenzone lässt sich die dynamische Bremse steuern. Die Fahrenzone hingegen kontrolliert den Strom, der an die Fahrmotoren gegeben wird. Abhängig vom Gewicht des Zuges wirkt sie ebenfalls als ein Geschwindigkeitsvorwähler. Cool. So, Sand. Jetzt haben wir da eine Vakuumpumpe. Keine Ahnung. Kann ich hier noch was rumspielen? Was haben wir denn hier? Scheibenwischer, Scheibenwischer. Stillstandmodus, Lüfter aus. Zugziel anzeigen. Kann man aber nicht rumspielen anscheinend. Oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, müsste man mal gucken. Kann man hier was? Nö. Die sind aber nur Deko. Okay. Ja, das heißt, den auf 1. So. Tour Nord. Kann ich eigentlich... Hä? Was ist das denn? Anhalten in Tour Nord. Also man sollte die Bremse lösen, ne? Ich habe eigentlich keine Ahnung von den Signalen. Darf ich nur 30 fahren?
interessant. Also wirklich interessante Sache. So. Ey, geht wirklich easy. Krass. Das heißt... Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh, Glück gehabt. Das Fahrdienstleitermenü, um Zugang zum belegten Nebengleis zu bekommen. Fahrdienstleitermenü. Ja, das wäre ja eigentlich dann da drüber, oder? Ah. Ich will aber ohne Fahrdienstleitermenü arbeiten. Also sag mir mal, wie geht das hier? Ich muss ja nur anrufen können. Handbremse, was haben wir noch so? Warte mal. Rollo? Rollo? Scheibenwischer? Ach, die quietscht! Das ist schön! Schön! Quietscht und... Kann ich den Spiegel auch irgendwie ausfahren? Naja, gut. Tür verriegelt. Kann ich hier unten noch was ändern? So, also machen wir so. So. Also eigentlich ist die Steuerung ganz easy. Probleme sind Signalbilder, bin ich absolut raus. Und was die rot-grün-gelb-Geschichte da bedeutet, habe ich auch keinen blassen Schimmer. Und ich weiß auch nicht, wo es hier angezeigt wird. Müssen wir mal gucken. Lernen wir bestimmt noch kennen. Ja, der Rest ist, glaube ich, selbsterklärend. Mal schauen. Jetzt sind wir dran. Das heißt, wir koppeln den Funder jetzt mal an. Hoch. So, haben wir. So. Gucken wir gleich nach. Wir rennen jetzt einmal hier durch die Wagen durch. Und wir haben ja rätische Bahnwagen, ne? Das heißt, wir haben... Interessant. Sieht dann so aus, das scheint wohl erste Klasse zu sein. Ja. All die haben hier Ledersitze. Echt cool. Zweite Klasse, garantiert. Jo. Ist nämlich voller, enger. Temperatur, schön. Ich muss hier auch alles wieder von der Hand. Handbremsen, ey, das ist schon. Schon eine coole Sache. Gehen die wieder von der Hand zu? Nee. Ne. Muss man echt alles von Hand zumachen. Aber das ist cool. Da haben wir uns das nämlich auch mal angeguckt. Ich meine, ich habe ja Zeit. Na, also. In so Fahrgastsitze sitzen. Kann ich jetzt, wenn ich mich hier hinsetze. Ne, das wäre jetzt auch noch so ein Gimmick gewesen. Das wäre auch cool gewesen. Fenster? Ich kann die Fenster runterklappen. In den Eisenbahnwagen. Ich meine, ich krieg's nicht mehr zu. Ach, Rollo haben wir ja auch noch. Mein Gott, muss ich mich mal eben hinsetzen. Also, wo waren das jetzt hier? Ja, ich krieg's nicht mehr zu. Aber ich kann's aufmachen, das ist schon mal cool. Im Fahrgast. Da war das Fenster, so. Also, das ist cool. Und ich habe hier ein Rollo, na?
Das ist ja echt cool. Kann man hier noch was machen? Kann ich auch noch den Mülleimer bedienen? Ne, das nicht. Aber das ist ja wirklich schön gemacht mit dem Wagen. Also, das ist ein Highlight, das habe ich ja noch nirgendwo gehabt. Das sagt mir nicht. Kann ich aufs Klo? Ne. Klo oder so geht nicht. Aber das ist ja schon mal echt eine coole Sache. Wenn man hier sogar die Fenster aufmachen kann. Noch irgendwas? Irgendwelche Spielereien? Okay, ich kann die abkoppeln, na? Sieht dann so aus. Und wieder ankoppeln. Okay. Warte mal. Okay. Das ist cool. Ah, ja. Wie auch immer, wir machen hier das Loch wieder zu. Was haben wir denn noch? Immer noch zweite Klasse hier hinten, ne? Warte mal. Halt auf Verlangen. Jetzt müsste ja irgendwas meiner Lok leuchten. Halt auf Verlangen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Haltewunschtaste. Ach, Gepäckwagen haben wir auch mit. Im Sitz sitzen. Hier kann ich wahrscheinlich auch. Ne, hier kann ich das Fenster nicht runter machen. Und das Roller kann ich hier auch nicht verwenden. Zugzielanzeige kann man hier auch nicht ändern. Was haben wir denn hier noch? Okay, Funken. Aber interessant. Aber wirklich cool. Naja, wie gesagt, klicken kann man hier nichts. Aber wirklich coole Sache. So. Was steht denn hier noch? No Informer. Ne, sonst kriegen wir hier nichts hin. Haken, Haken, Haken. Okay. Cool. Interessant ist, dass die Stange wirklich. Kommt die echt. Geht die wirklich gleichzeitig hoch und runter? Das macht doch kein Mensch. Kein Mensch macht die Stange gleichzeitig hoch. Egal. Egal. Da bist du aber echt sportlich. Kann ich hier die Fenster noch aufklappen? Schade, wäre jetzt auch noch so ein schönes Gimmick gewesen. Und da komme ich gar nicht raus. Naja gut, dann rennen wir mal raus. Packen hier den Hobel wieder zu. Was haben wir noch so an den Wagen? Tür verriegelt, ist klar. Verriegelt, verrammelt. Tralala, upsasa. Sand. Müssen wir auch mal darauf achten, ob die sich bewegen, wenn man bremst oder so. Wäre ja realistisch. Achtet wahrscheinlich keine Menschenseele drauf. So. Jetzt krabbeln wir mal wieder in unsere Lok rein. Ist das jetzt Haltewunsch oder was? Ich denke mal. Rechts. ZS ist der hier. Ich habe keine Ahnung. Regler Fahrplanbeleuchtung. Ja, machen wir mal eben an. Dann haben wir ein bisschen Licht. Instrumentenbeleuchtung hier haben wir mal volle Kanne an. Rückspiegel ein. Führerstandsbeleuchtung ein. Warnlicht? Warnlicht 0, keine Ahnung. Vakuumbremse auf volle Leistung. Hoch, da war jetzt was viel. So. Ja. Den auf 0. Zugschlussbeleuchtung auf aus. Auch auf aus. So. Dann verlassen wir das hier Ganze.
Aufgaben sollte man vielleicht doch lösen. Was ist das denn? Keine Ahnung, Scheibenwischer. Handbremse. So, dann gehen wir nochmal rum. Ah, Licht sollte man vielleicht ausmachen, ne? Das sollte man auch noch ausmachen. Habe ich gerade irgendwas gemacht hier. Also. Rückspiegel ein, aus, ja. So. Gut, dann gehen wir einmal hier rum. Also vom Grundprinzip her leicht zu verstehen. Das ist schon mal gut. So, wir setzen uns hier hin. Zugschlussbeleuchtung 1. Ich habe keinen blassen Schimmer. Zwei. Den nach oben. Die Stoffleistung lösen. Ich glaube, ich habe hier drüben nicht auf volle Leistung. Ich setze hier hinten aber immer volle Leistung. Sicher ist sicher. Sonst ärgere ich mich nachher schwarz. Und kann dann nachher nicht mehr bremsen. Wenn ich Pech habe. Deswegen. Da bauen wir auch noch eben klar Schiff. Aber wir haben ja Zeit. So. Deswegen. Lokbremse. Sich eben hin. So. So, zack, haben wir das auch. Luke zu. So, also wir sollen nach Chur. Na, wir brauchen aber noch andere Sachen. Wir haben Vakuumpumpe, habe ich keinen Plan von. Das ist das, das ist das. Der ist nach vorne. Scheibenwischer ist klar. Lüftung, 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 Zugzielanzeige. Anscheinend wechselt er wirklich von automatisch dahin, wo man hin will. Zugbeleuchtung an. Zugsammelschiene ist an. Luftsteigeschwindigkeit kann so bleiben. Kompressor automatisch. Stromabnehmer geschlossen. Hauptschalter ist auch okay. Zugsicherung, Türen öffnen. Okay, Durchsage machen wir jetzt gerade nicht. RD-Funk haben wir auch nicht. Fahrplanbeleuchtung, hier haben wir mal eben volle Kanne rein. Instrumentenbeleuchtung, volle Kanne. Rückspiegel ein. Führerstandsbeleuchtung an. So, jetzt sieht man hier auch was. Was haben wir hier unten noch? Führerstandslüfter. Totmannschalter. Wir werden sehen. Also müsste er Totmannschalter einschalten, ja. Lautsprecher, Lautsprecher oder sowas, ne? Ach, Fensterheizung, Führerstandsheizung, okay. Totmannschalter, machen wir da drüber. Führerstandslüfter. Was haben wir denn hier noch? Rückstelltaste, keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Leuchtung, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ach, da ist der Ventilator. Ja, den brauchen wir im Winter. Auf jeden Fall. So. Haben wir das. Dann haben wir da nochmal so eine... Was kann ich denn hier noch einstellen? Betriebsart. Nur NBA. Schluss. Keine Ahnung. Mikrofon ist klar. Fenster ist auch klar. Das ist klar, das ist klar, das ist klar. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nö. Gut. Dann begeben wir uns jetzt mal auf unsere Zugfahrt. Boah, fährt aber auch kräftig an, ne? So.
dann sind wir jetzt auf der Rätischen Bahn. Wir kriegen jetzt ein gelbes Signal. Angekündigt. Angeblich. Aber wie gesagt, ich kann... Ja, das können wir auslassen. Das können wir auch auslassen. Das eigentlich auch. Ne, das nicht. Wieso kann ich den nicht wegmachen? Egal. Ist das eigentlich eine Zahnradbahn oder nicht? Weil dann müsste ich ja theoretisch auch noch... Ne, Zahnrad ist es nicht, ne? Also, oder haben wir zwischendurch eine Zahnstange? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich doch schon, ne? Gehen eigentlich hier die Spiegel? Ne, die sind genauso bescheiden wie in Amerika. Alles klar. So. Aber dennoch eine coole Sache. Okay, doppelgelb, zweimal gelb ist gelb. Ich muss ja halt irgendwann mal aufschreiben. Das können wir am besten jetzt schon direkt machen. Signalbilder Schweiz. Ah. Also England kann ich lesen, Schweiz müsste auch gehen, Amerika habe ich bis heute nicht verstanden. Muss ich irgendwas drücken? Nö. Eigentlich müsste ich da hinten halt auch rauskriegen. Warum will er nicht? Was mich jetzt mal interessiert, wir hatten ja an den Wagen gerade... Okay, sollte man vielleicht nicht jetzt machen. Die brauche ich auch nicht. Nee. Nee. Drücken Sie den Türen-Öffnen-Button der entsprechenden Bahnsteigseite, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. So. Sehr schön. Heute steigen sehr professionell ein, wie man sieht. Was wollte ich denn jetzt noch wissen? Jetzt wollte ich eigentlich Totmannschalter. Totmann-Einschalter. Lüfter ist ein. Aus. Ein. Warte mal, ist doch ganz simpel. Der ist ein. Dann ist der oben auch ein. So. Heißt, Totmann-Schalter ist aktiviert. So, wir müssen mal gucken. Also die Hupe ist natürlich... Echt cool. Coole Sache. So, Luke können wir, glaube ich, schließen. Müssen wir mal. So. Ist das jetzt Straßenbahn hier oder was? So. Ich will das ausmachen. Ma. Also hier die 600 irgendwas Meter. Und das brauche ich. Das brauchen wir nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Naja, egal. Das ist ja Straßenbahn. Alter! Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wir fahren ja als Straßenbahn. Oh, Zimmer mal durch. Was ist? Fahren hier Autos lang?
ist jetzt mit denen dahin? Fahren die hier drüber oder dann stehen die immer hier? Die stehen irgendwo nur als Deko hier, ne? Ja. Okay. Okay, okay. Was heißt das hier? Keine Ahnung. Postbus. Aber echt eine interessante Sache. Ja, die stehen einfach nur hier rum, ne? Ich hoffe, die Strecke wird echt mal noch auf TSW3-Niveau geupdatet mit dem passenden Schnee und richtigen Verkehr, der sich wirklich an den Zügen orientiert. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Cut, nicht ausmachen. Weder die Anzeige noch die andere. Hm. Ja, am liebsten mit dem Spiegel arbeiten, aber der geht ja auch nicht. Interessant. Das ist noch verdreht. So, und das Schild hier vorne sagt mir 25. Okay, lasse ich gelten. 25 kann man fahren, da kriege ich hin. So, Luke schließen. So, Luke zu. Das war der falsche. Warte mal. Was ist das denn? Keine Ahnung, bestimmt irgendwas zum Einsammeln oder so. Ich weiß es nicht. Und hier ist noch ein Fotoknips. Ah, komisch. Oh, 25 dürfen wir hier fahren. Tun wir das auch mal. So. Ich hoffe, da kommen immer noch keine Autos, aber das sieht ja zum Glück sehr langweilig hier aus, also. Da hätte man mehr rausholen können. Wobei ich sagen muss, natürlich schon cool, so durch die Schweiz zu fahren, ne? Also, ist schon schön. Ist es schon wirklich. Zumindest jetzt in der Winterlandschaft. Ich weiß nicht, wie es im Sommer ist.
Naja. Ich glaube, wir dürfen auch gleich wieder 30 fahren, ne? Aber müssen wir mal gucken. Wie schnell sind wir denn jetzt? Ah, 20. Haben wir hier ein Depot oder was? Ja. Auch nicht schlecht. Ich sag ganz ehrlich, es hätte hier schon Fahrstufenzalter 2,5, vielleicht 25 km/h. Das habe ich schon geschnallt, okay. Man hätte hier schon ein bisschen mehr machen können. Also hier fehlen mir Menschen, mir fehlen hier Autos, mir fehlt hier alles. Hier ist irgendwie, gerade wenn man durch eine Stadt fährt als Straßenbahn, da hätte man mehr reißen können. Muss ich ehrlich sagen, schade. Aber ansonsten, klasse. Also, ja, okay, der Baumbestand ist ein bisschen zu niedrig, ne? Er ist garantiert dichter da hinten. Ne, das ist garantiert alles dicht. Aber es sieht trotzdem klasse aus. Also, das hat mich jetzt hier echt positiv überrascht. Habe ich nicht mit gerechnet. Habe ich echt nicht mitgerechnet, dass hier wirklich so viel ist. Aber gut. Jetzt kommt gleich 33 als angekündigt, ne? Wir fahren ja eh nicht schnell mit dem Ding. So. Zwei Kilometer, okay. Versteht die 2 Kilometer? Hm. Ich weiß es nicht. So, 250 Meter müssten wir eine Ankündigung kriegen, auf 30 fahren zu dürfen. Aber muss ja ungefähr in der Kurve sein. Weiß aber nicht wo. Also eigentlich da das Schild wahrscheinlich. Müsste das Schild sein. Was sagt das denn hier aus? Ne, das ist das nicht. Keine Ahnung, was der von mir hier sagt. Hm. Ach, wir queren die Straße wieder. Hier wäre jetzt 30 gewesen, ne? So, da muss ich mir mal eben... Ansicht... Was steht da? Ja, hier war 30. Wieso ist hier... Wie wird die 30 angekündigt? Gar nicht. Oder? Autos aufgehoben. Zack, 30. Hä? Steht nirgendwo ein Schild, dass ich 30 fahren darf. Man muss es einfach wissen. Habe ich das richtig? Und ab hier ist dann 60 oder was? Boah, ey, dieses Bergpanorama ist schon cool. Also, es ist wirklich. Mal zu schnell, ist ja auch egal. Aber dieses Bergpanorama ist wirklich schon klasse. Ach, der Schnee wird auch hier aufgewirbelt. Okay.
Naja. Aber ist echt schon schön. Und auch mal einen herzlichen Glückwunsch an die Rätische Bahn. Ja, zum Schaffen eures Weltrekords, den längsten Zug der Welt. Ja, dazu suche ich euch mal nachher der Doku raus. Die findet ihr oben links in der Videobeschreibung. Aber ist schon... Ja, es macht schon Laune, hier durchzufahren. Also doch. Aber Rosaline hat schon was. Na, wo sind wir jetzt überhaupt auf der Strecke? Aber ist noch ein gutes Stück. Na, ich weiß gar nicht, wovor wir bis zum Ende durchfahren, aber... Ich vermute mal... Nee, tun wir nicht. Okay. Aber gut. Wie gesagt, wir machen heute erstmal die Einführungsgeschichte. Und danach kommen dann die eigentlichen Szenarien. Ist wirklich schon schön anzusehen. Haben wir eigentlich eine Straße hier im Tal oder so? Nö. Wenn jetzt die 3,8 Kilometer weiter fliegt. Geht aber schon gut bergauf hier, ey. Ist das ein Kehrtunnel? Nee. Hm. Keine Ahnung, wie wir gerade uns reingebackt haben. Aber so gut. Die Hupe höre ich bis hier. So laut? Ernsthaft? Hm. Aber das Schöne ist ja wirklich, dass die Fahrstufe auch wirklich die Geschwindigkeit konsequent hält. Naja. Naja, gut, ab in den Tunnel. Jetzt haben wir Fernlicht an, ne? Wenn ich die wieder ausmache auf 3. Ah, das ist ein Unterschied. Schon vorhanden. Ah, den baue ich ja eh nicht. Fahrplan gucken wir ja eh nicht. Oh, dieses Panorama, ey. Schon cool.
Schon cool. Mann, wahrscheinlich wird es an der echte Rosaline oder überhaupt in die echte Region kommt das Spiel ja gar nicht ran. Wer schon mal in der Schweiz war, weiß es, aber es ist trotzdem, also echt 10-mal schöner da. Aber es ist schon gut gemacht. Ach, 3,3 hat er auch als Zwischenstufe. Gut zu wissen. Also wir haben grün. Okay. Fahren wir wieder mit 33 hier rum. Weil die 3 Kammer da runterzuschalten, dann lohnt sich auch mal eine Ausweichstelle. War gut. Man erzieht sich schon bis da, ne? Also erzieht sich wirklich. War hoch. Subnus ist das auch nicht gut. Aber man sieht auch nichts. Brückenviadukt. Halb verrostet. Wie viele Stufen hat der? Ich kann wirklich mit dem Ding 100 fahren. Muss ja, ne? Und wenn die Fahrstufen auf Geschwindigkeit aus sind, muss das ja gehen. Egal, probieren wir mal aus. Was schafft er? Ich meine, wir fahren ja berghoch. Der steht jetzt auf 10, da müsste ja 100 rausgeben. Das Leben am Limit. Ich würde sagen, wir speichern auch jetzt mal eben. Ich kann hier nicht speichern, doch. Ich kann hier nicht speichern. Was soll das denn? Also 50 schafft er. Na komm. Ich will aber oben, ich will das wird überleben. Wir machen 30 wieder. Müssen wir ein andermal machen. Ich will das Ding schaffen. Dafür waren wir schon zu lange hier unterwegs. Deswegen, wir lassen das. Aber der hat noch eine coole Sache.
Aber dann will ich wissen, was kann das Ding berghoch Vollgas fahren? Da machen wir noch den Test. Aber nicht heute. So, nächster Halt. Lünkastiel, Bahnsteig 2. Wenn ich jetzt noch Schwitzerdeutsch könnte. Oder muss ich da Französisch können oder Italienisch? Ich weiß ja nicht mal, in welcher Region wir gerade sind. Ich weiß doch, ob wir hier gerade einen Bahnhof durchfahren oder so. Wir haben auch keine Pfeiltafel an den Bahnübergängen, ne? Ich meine, okay, bei 30. Wir fahren ja auch nicht schnell hier in der Regel, ne? Aber guckt euch das mal an. Ey, dieses Panorama. Hier unten im Tal. Da kann man hin. Ah, ne. Doch, fast. Ey, das ist schon krass. Und dann sieht man da oben die Bahn vorbeifahren. Ey, guckt euch das mal an. Das ist ja echt klasse gemacht. Also auch, dass hier jetzt keine unsichtbare Wand schon auf halbem Weg war. Das ist wirklich schön. Das ist ja mal wirklich klasse. Ich glaube, ich muss gleich mal anhalten. Aber... das ist wirklich schön. Also grundsätzlich ist der Zug doch leicht zu bedienen. Ist nicht so wie so ein TGV. das geht. Oh. Hier hat man jetzt sogar Stöcker drin. Also gelb heißt auch halten. Habe ich das richtig? Müsste eher halt erwarten sein, oder? Von der Länge her genau richtig. Nur so ein Meter vor, wa? Mhm. Steht noch halb auf der Weiche. Nee, okay. Egal, dann machen wir die Kiste voll Leiste. Oder wieder zu viel. Mhm. Einen tiefer. Zack. Machen wir ihn einfach aus und gut ist. Verlassen den Führerstand und tschüss. Lass Lotto nicht mal raus. Aber gut. Großartige Arbeit. Damit sollten die grundlegenden Aufgaben klar sein. Um die volle Funktionalität der Lokomotive mit allen Features kennenzulernen, können Sie einen Blick in das Handbuch werfen. Ja, können wir aber auch sein lassen. So. Ja. Da sogar trotz der Raserei eine Goldmedaille. Sehr schön. Ich meine, wir sind nicht konsequent so schnell gefahren. Alles egal. So, Hauptmenü. Wir haben jetzt noch eins offen. Das machen wir auch noch eben. Das sollen 5 Minuten sein oder 10. So, zu den Zügen. Strecke auswählen. Ah, rosa Linie. Und zwar das hier. Einführung. GE4-4 RHB Jubiläumssammlung. Ist eigentlich das gleiche in grün. Wir sind auch nur im Bahnhof Arosa anscheinend. Jetzt sag mir nicht, ich hab da falsch angeklickt. Oh nö. Nö. Das ist jetzt doof. Ein Fahrzeugpaket. Doch, das könnte gut sein. Das könnte gut gehen. Willkommen zu dieser Einführung für die GE442-Lokomotive mit der Nummer 627 in der Sonderlackierung zum 100-jährigen Arosa-Kurjubiläum. In dieser kurzen Einführung werden wir die grundlegenden Start-Stopp-Prozeduren dieser Lokomotive besprechen. Wird er da gleich sein wie gerade eben? Führerstand, um zu beginnen. Ja, aber das ist auch grundsätzlich wahrscheinlich der gleiche Grün wie gerade eben. Wollen wir jetzt Güterwagen? Haben wir auch. Viel Zeit im Fahrersitz verbringen.
Ja. Setzen Sie sich, um fortzufahren. Das ist ja genau die gleiche. Also ich sag, das ist genau gleich wie gerade. Schalter ein. Der Fahrtrichtungswender steuert. Spitzenlichtsignale sind wichtig, um andere um Sie herum wissen zu lassen. Den auf 1, den auf 2. So. Was haben wir vergessen? Nix. Den auf minus 20. Okay, vielleicht ein bisschen weniger. Ah. So. Die Lokbremse wirkt nur auf die Bremsen der Lok. Ja, lösen. Über die Bremsenzone lässt sich die dynamische Bremse steuern. Die Fahrenzone hingegen kontrolliert den Strom, der an die... So, haben wir. Sind wir jetzt ja ganz schnell mit fertig. Also wie gesagt, war ja die gleiche Steuerung wie in der einen Kiste gerade eben auch. Deswegen ganz easy going. Ja. So, jetzt sind wir hier oben in Arosa. Ich muss sagen, in der Winterlandschaft gefällt mir halt besser. Wenn ich mich jetzt ganz ehrlich, Sommer ist zwar auch schön, aber da müssten hier viel mehr Bäume sein. Das haben sie verkackt. Auf gut Deutsch, das haben sie verkackt. Also Baumgrenze hin oder her, ich meine, die ist ja da irgendwo. Aber da, wo die Baumgrenze nicht ist, da müsste mehr bewaldet sein. Hier müsste mehr Abwechslung drin sein. Die Dinger sind noch irgendwie zu unscharf, keine Ahnung. Oh, und dann sind wir schon fertig. Gut, also rot ist rot. Rupe ist auch die gleiche. Ja. Alles auf Vollgas. Ah, die kann ich gar nicht durchziehen. Das ist ja auch ein Witz. So, volle Leistung, den um einen runter. Steuerungsrad auf. Aus. Mhm. So. Zack. Zack. Großartige fertig. Arbeit. Damit sollten die grundlegenden Aufgaben klar sein. Um die ja, volle Funktionalität schön. Der Lokomotive mit allen Features kennenzulernen, können Sie einen Blick in das Handbuch werfen. Ja, können wir auch sein lassen. So. Gut, Hauptmenü. War ja ganz schön. Wie gesagt, so, wir haben auf jeden Fall alles durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Ja, und dann geht's nächste Woche, oder diese Woche, mal gucken. Geht's auf jeden Fall die Tage weiter mit der Arosa Line. Das ist ja so unser Weihnachtsprojekt dieses Jahr. Für die Vorweihnachtszeit, ein bisschen früher gestartet als die Vorweihnachtszeit, aber passt schon. Deswegen, ja. Damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Bauersein.